Fragen. Also da habe ich auch ein Mini-Video gemacht, ne? Stellt Fragen, eine Minute. Fragen ist wichtig, für mich, für euch, ungeheuer wichtig. Anfangssequenz. Also ich gucke nach der Anfangssequenz nochmal in den Chat. Ein einziges Mal, zweimal, dreimal, viermal meine Spaghetti-Arme für mich. Ihr könnt das weitermachen. Denkt nur dran, Arme weich und feststellen, kann man hier weich werden. Ich mache das mit dem leichten Schütteln. Wenn ihr mehr Schütteln braucht, schüttelt mehr. Es ist wirklich so, die Leute machen hundertprozentig das nach, was ihnen vorgemacht wird. Und das ist logisch, dass wenn ich länger mich mit Körperwahrnehmung beschäftige, dann wird die Wahrnehmung feiner, dann brauche ich nicht so große Auslöser, Trigger. Am Anfang ist es völlig normal, richtig zu schütteln. Manchmal finde ich das sogar ganz lustig, aber im Moment ist mir es zu heftig. Also Nummer eins ist erstmal überhaupt irgendwas zu spüren im Körper. Ne? Deswegen gibt es auch, also das hat noch einen anderen Grund, dass man tiefer gehende Geschichten im Körper spürt, wenn man dieses Abklopfen macht. Also überhaupt erstmal was zu spüren ist wichtig. Und das wird dann eben feiner. Wir benutzen dieses Schütteln zum Beispiel jetzt, also die Arme, das Arme fallen lassen ist festzustellen, kann ich das noch easy, noch lockerer werden mit den Armen und diese Erfahrung durch den ganzen Körper gehen zu lassen. Also quasi, ah, jetzt habe ich das hier verstanden, wie es geht, oder verstanden. Also ich merke, hier kann ich sanfter fallen, ohne große Anstrengung. Und dann zu überlegen, kann ich das quasi auf den ganzen Körper übersetzen? Mit dem ganzen Körper quasi diese spaghettiartige Sache verwirklichen? Und so ähnlich ist das mit dem Schütteln auch. Das ist dann mehr die Fußsohlen spüren, dass sie gleichmäßig belastet sind, aber die bleiben auf der Erde. Das nächste ist dann leider bei mir jetzt schon die Knie, dass die auch entspannt sind, dass da kein Druck drin zu spüren ist, dass ich die selber entlaste. Und dieses Rütteln, je nachdem wie stark ihr das braucht, kommt aus den Unterschenkeln. Also alles andere soll geschüttelt werden, damit ihr feststellt, bin ich locker. Bin ich locker überall, kann ich überall was spüren. Und es ist völlig normal, dass ihr, wenn ihr damit anfangt, an manchen Stellen gar nichts spürt. Ja, ist so. Das ist jetzt okay. Ein bisschen Schultern kreisen, wirklich nur wenig für mich. Ihr könnt das mehr machen. Mehr Schulter kreisen. Und dann gehe ich zum Qi-Wecken über. Ausatmen, sitzen, flexibel verwurzeln, einatmen, den Rücken von selber gestreckt werden lassen zum Himmel,
entspannen zur Erde. Ausatmen. Einatmen zum Himmel. Wirklich, wirklich durch den ganzen Körper geht. Für die Qigong-erfahrenen Leute, man kann hier schon anfangen, sich mit diesem kleinen Kreislauf zu beschäftigen. Ich kann aber nur empfehlen, mach da keine Visualisierung von, keine Vorstellungsreise. Könnt ihr spaßeshalber mal machen. Ne? Aber das ist, soweit ich das nachvollziehen kann, ist das nicht der Weg. Das kommt, dieser kleine Kreislauf kommt quasi viel, viel später. Ich kann das ja sagen, es ist ja jugendfrei trotzdem. Also es kommt mit eurer eigenen Sexualpraxis. Ne? Dass ihr merkt, welche Sexualenergie, wie sich das anfühlt und dann ihr euch mit dem kleinen Kreislauf anfangt zu beschäftigen. Nach allem, was ich bis jetzt rausfinden konnte, recherchemäßig und literaturmäßig, auch in Richtung Original, so viel gibt es da leider nicht, deutet darauf hin, dass das eher damit zu tun hat. Ne? Weil es macht keinen Sinn, sich vorher mit diesen Vorstellungsbildern voll zu knallen, wenn man gar nicht weiß, wie sich das anfühlt. Das gilt für vieles. Ja. Also es ist besser, deswegen sage ich davon auch nicht so viel, weil die Vorstellungsbilder einem im Wege stehen zum echten eigenen Gefühl. Ja. Später benutzen wir das, um miteinander zu kommunizieren. Ja. Um zu sagen, ah, das ist das und das und so, dann macht das einen Sinn. Aber zum Lernen einmal gehört haben und später, wenn man es dann merkt, so einen Aha-Effekt zu haben, ah, das kann es gewesen sein. Jetzt wäre dann die Zeit, das zu üben. Ne? Das kann sein. Hier ist wichtiger, das Atmen zu integrieren. Ne? Dass man wirklich beim Einatmen die Arme von selber steigen lässt. Und beim Ausatmen quasi diesem Impuls folgt. Ja. Diesem Impuls folgt. Könnt jetzt schon feststellen, ob das ist, was ihr die nächsten 5 Minuten noch weiter machen wollt oder ob ihr dann mit mir nach 3 langsamen, kompletten Atemzyklen zum Stehen wie ein Baum übergehen wollt. Die Bewegung ist quasi die gleiche, nur die Arme machen nicht groß was anderes. Und das Auf und Ab wird subtiler.
wenn ich das immer wieder sage, immer wieder zurück zu den Körpergefühlen zu kommen, manchmal höre ich auch auf die Autos jetzt, Vögel höre ich gar nicht. Also jetzt im Livestream könnt ihr die Umgebungsgeräusche quasi auch eins zu eins hören. Die Mikros da unten in der Kiste, die das aufnehmen, sind recht gut eigentlich. Preisgünstig, aber gut. Aber nachher bei der Aufnahme schneidet leider Twitch diese Atmo-Geräusche im unteren Ende weg. Deswegen klingt meine Stimme auch wie aus einem Pappeimer. Plastikeimer. Also jetzt nicht, jetzt sollte sie so klingen, wie sie eigentlich klingen sollte, bloß eben nachher die Aufzeichnung ist dann leider verschlimmbessert. Also der Körperscan geht weiter. Einatmend entspannt nach oben ausdehnen, ausatmen, flexibel verwurzelt, elastisch verwurzelt. Geregnet. Wir können auch langsam zur Grundstellung kommen. Die Blätter rieseln ab von dem Regen. Wie fühle ich mich jetzt, ist die Frage. Wie fühlt ihr euch jetzt, aber ohne Geschichte? Also kein Fühli, Spüli. War eine Zeit lang modern, immer über die eigenen Gefühle zu reden. Das ist aber das Gleiche, was ich anfangs sagte mit dem, ne, Begriffe drauf bappen. Wichtig ist erstmal lange, lange überhaupt selber zu fühlen, was ist in mir los und so. Und nicht irgendwie übertreiben. Also das, was ich fühle, fühle ich, muss da jetzt nicht rumbogen. Deswegen, wenn ihr gar nichts fühlt, ist das so. Macht da kein Problem von. Ganz selten ist dann auch wirklich alles in Ordnung, aber ich glaube, also wenn ihr neu mit diesen Körpererfahrungen, Yoga, Feldenkreis, Qigong und dieses aus der Kampfkunst gelöste Tai Chi, also diese Formarbeit seid, wenn ihr da nicht schon länger dabei seid, dann ist dieses Nichtsfühlen einfach Nichtsfühlen, weil ihr das halt eben noch nicht trainiert habt. Ne? Ist so, auch wenn das euer eigener Körper ist, mit dem ihr selber schon auf die Welt gekommen seid. Ist so, ist wirklich, muss man üben. Ich gucke einmal in den Chat und trinke einen Schluck Tee. Wir sind auch gut in der Zeit. Okay.
Yes. Wie gesagt, stellt Fragen, stellt Fragen, stellt Fragen. Auch wenn das mit Schreiben verbunden ist. Dann, also es gibt dummerweise sehr viele theoretische Aspekte, die ich dann hier mittendrin auch anspreche. Ein paar, oder besser gesagt, die wichtigsten sogar stehen auf der Internetseite unter entspannte Grundhaltung. Und für mich gehört immer mehr, je länger ich das mache, umso mehr gehören für mich, gehört die eigene Meditationspraxis dazu. Und ich mache hier nicht den großen Meditationsguru oder sowas, das will ich gar nicht, sondern mir geht es eher darum, dass ihr auf eure Art und Weise eben mit diesen Meditations-Apps, einfacher geht es echt gar nicht, rausfindet, was für euch so der richtige Ansatz ist. Und für mich selber gehört eben diese Epistemologie, also die Selbsterfahrung gehört dazu, um Weisheit zu entwickeln. Also es ist nicht nur Chillen, Ruhe, es ist nicht nur Metta, Freundlichkeit bis Liebe. Beide Richtungen sind wichtig. Wir brauchen die ständig. Ne? Also beides ist gut zu üben. Aber was eben für mich zentral ist, ist quasi das, was bei der Vipassana Sutta auch drin steht. Und das Rain-Prinzip, das ist hier eben ein bisschen neuer, einfacher, ein bisschen wissenschaftlicher und macht dann auch einen Sinn. Also erstmal mitkriegen, was ist da, zu akzeptieren, was da ist und dann ergründen, was sind die Ursachen. Und dann einen Handlungsweg entwickeln in Bezug dazu, der euch gut tut. Und den pflegen, also Nurture, Rain. Gehört alles dazu und dann macht das auch Sinn, quasi die Erfahrung vom Kissen auf die Wiese zu bringen oder wo auch immer ihr eure Übung macht. Also dann ist es halt, dann macht, wenn ihr wollt, Yoga, macht mit mir zusammen mein merkwürdiges Qigong Yoga Tai Chi, wenn ihr das mögt. Macht halt dann langsame Bewegungen, auf dass ihr so gut wie möglich bei euch sein könnt und langsam diese Körpererfahrung dazu bringt. Ist alles, nach dem, was ich weiß, ist das der Weg zu glücklich sein und gesund sein. Ja? Und das Leben wird einfacher. Ich merke das bei mir. Also wenn ich aus diesem freundlich, aufmerksam und gelassen rauskomme durch äußere Einflüsse, dann merke ich gleich, es tut mir nicht gut. Ja? Also so viel zu Eustress und sowas. Ich vergleiche das immer damit, dass Leute kurz bevor sie sterben, nochmal so eine Spitze an Lebendigkeit entwickeln. Und das ist, glaube ich, dieser Eustress. So wie in meinem Studium, dann höre ich aber auf, dann machen wir wirklich die Pieper. In meinem Studium haben die meisten Mitstudenten haben quasi erst angefangen zu üben für die Klausuren, wenn sie so nicht mehr schlafen konnten, weil die Angst zu stark wurde. Das waren die meisten, wirklich. Also ich war wirklich einer der wenigen, die quasi die ganze Zeit, es gibt ja Übungskurse und so, also dann hast du eine Vorlesung, dann hast du also ein bisschen hausarbeitsartige Sachen. Und dann gab es eben auch diese Übungskurse, angesagt, fester Termin und so. Und von da eben minimal, wirklich wenig, ganz, ganz wenig nur zu Hause üben. Und dann weit bevor die Klausur losging, einmal die Mappe, die Mitschriftmappe selber rausgesucht und quasi sowohl die Mitschrift als auch das, was wir geübt haben, nochmal durchgeschaut. That's it. Und dann habe ich ein, zwei Tage, bevor die Klausur anfing, habe ich aufgehört. Die anderen fingen dann erst an. Und ich weiß nicht, also der Ansatz war für mich gut. Ich habe gute Zensuren gemacht und ich war sehr entspannt. Egal, jetzt geht's mit der Pieper weiter.